Eine Lok der Harzer Schmalspurbahn auf dem Weg zum Brocken. Vor genau 15 Jahren fuhr nach langer Pause wieder der erste Zug auf dieser Strecke. Seitdem ist im Harz das größte Schmalspurnetz Europas entstanden und es wird weiter in die Zukunft geblickt. Und damit herzlich willkommen zur Bahnzeit, herzlich willkommen hier aus Wernigerode. Um mich herum werden gerade die Dampfloks rangiert, denn seit ziemlich genau 15 Jahren, seit dem 1. Juli 1992, fahren sie wieder die Bahnen von hier aus auf den höchsten Berg des Harzes, den Brocken. Seitdem haben schon hunderttausende Menschen sich dieses schöne Erlebnis gegönnt. Was aber das Faszinierende an dieser Strecke ist, das können uns sicher am besten die Menschen erzählen, die tagtäglich mit dieser Bahn unterwegs sind, die Lokomotivführer. Jo. Jetzt machen wir Feierabend. Diese über 50 Jahre alte Dampflok soll heute den Zug auf den Brocken ziehen. Siegfried Schenkel und Manfred Säuberlich haben die Lok schon hunderte Male dorthin gesteuert. Ein junger Kollege steht auf dem Führerstand. Selbst heute, Anfang Juli, ist es auf dem Brocken gerade mal 1 Grad über Null. Man fährt dann praktisch von hier bis da hoch mitunter bei 4 Jahreszeiten. Ja. Weil Sonne hier weg und Regen und dann, wenn man oben ankommt, ist Schnee und Eis oder Reif. Also es ist schon gewöhnungsbedürftig, möchte ich sagen. Ausfahrt in Wernigerode. Knapp 2 Stunden wird der Zug nun Richtung Gipfel unterwegs sein. Wer sich auskennt, hat an die richtige Kleidung gedacht. 34 Kilometer lang ist die Strecke. Sie führt über 3 Annen, Hohne und Schierke. Exakt 891 Höhenmeter überwindet die Brockenbahn. Besonders steil wird es hinter Schierke. Wenn die Züge voll waren, kamen die Lokführer schon mal ganz schön ins Schwitzen und mussten, damit die Räder wieder griffen, jede Menge Sand auf die Schienen bringen. Ja, dann quälte man sich im Berg hoch, aber irgendwie hat man es dann doch meistens gepackt. Ja. Also Reservesacksand hatte ich immer mit, unten im Putzfeuerkasten. Ja, wir haben auch manchmal umgeladen, von hinten nach vorne dann. Ja, mit der Brotbüchse. Die Brotbüchse entleert. Besonders bei älteren Maschinen, den sogenannten Mallet-Loks, führten die Probleme in der Steigung manches Mal zu kuriosen Situationen. Während des Krieges, da hat es mal ein Kollege fertig gekriegt, der hat oben am Goetheweg die Leute aussteigen lassen, damit er den Zug um die Kurve kriegt, an den Hirschhörnern. Ja, und hinterher wieder einsteigen lassen. Das war der größte Gag, aber den. Gehen wir an den Anfang der Geschichte der Brockenbahn, als dieser Tunnel gerade im Bau war. Es ist um das Jahr 1896. Die Nordhausen-Wernigerode Eisenbahngesellschaft hat sich gegründet. Schon ein Jahr später, im Juli 1897, fährt der erste Zug von Nordhausen nach Ilfeld. In mehreren Teilabschnitten geht die Harz-Quer- und Brockenbahn schließlich am 27. März 1899 komplett in Betrieb. Die Baukosten betrugen die damals hohe Summe von 8,1 Millionen Mark. Von Anfang an entwickelte sich die Brockenstrecke zur Touristenattraktion. Im Jahre 1923 entstand das heutige Empfangsgebäude auf dem Brocken. Der jährliche Walpurgiszug läutete am 30. April jeweils die neue Saison ein. Nach dem Krieg kamen die Harzer Schmalspurbahnen zur Deutschen Reichsbahn. Bilder aus dem Winter 1967. Verschneit ist die Westerntorkreuzung in Wernigerode. Der Zug bringt Wintersportler nach 3 Annen Hohne auf 540 Höhenmeter. Weiter geht es zu dieser Zeit nur für Linientreue und Parteigenossen. Schierke liegt im Grenzgebiet.
Die vermeintliche Winteridylle ist längst vom Kalten Krieg getrübt. Personenzüge auf den Brocken sind schon lange eingestellt worden. Schon seit August 1961. Dann kam die Mauer am 13. August, ja. Und zwei Tage später haben sie uns dann hier Personenverkehr für den Brocken gestrichen. Da standen wir dann alle in Schierke und keiner wusste richtig, was Sache war. Ja, das ging dann so ein paar Tage hin und her und dann kam nachher die Wahrheit ans Licht. Also der Brocken wird nie wieder für den Personenverkehr freigegeben. Nur Güterzüge fuhren noch. Mit ihnen wurde Baumaterial und Kohle dorthin gebracht, wo sich nun DDR-Grenzer und Soldaten der Sowjetunion immer mehr einmauerten. Die Lokführer und Heizer durften sich nur mit einem speziellen Passierschein auf den Weg zum Brocken machen. Um auf dem Brocken angekommen mit unserer Ladung, wurde uns dieser Passierschein samt Personalausweis abgenommen, wurde von der deutschen Volkspolizei, die dort oben im Fernsehturm tätig war, registriert. Und wenn wir das Gebiet oben verlassen haben, haben wir diesen Passierschein samt Personalausweis wiederbekommen. Die Gleise wurden immer schlechter. Teilweise ging es nur noch im Schritttempo voran. Ein Bautrupp wurde auf den Brocken geschickt. Ja, die Kollegen waren dort oben, eine ganze Baubrigade von Benningenstein hauptsächlich, die dort oben tätig waren. Aber die durften nur arbeiten, wenn Sonnenschein war. So wie Nebel und schlecht Wetter aufzog, sodass diese Kollegen nicht mehr zu sehen waren, mussten sie die Arbeiten einstellen, mussten sich zum Brocken begeben. Und dadurch ist die Strecke nie fertig geworden. Das Material lag vor Ort, Schienen und Schwellen. Aber sie durften eben nicht arbeiten. Es ist bei den 500 Metern nur im Gleis geblieben. Ja, so ist das gewesen. Ja, so war das. 1987 war dann Schluss mit sämtlichen Fahrten auf den Brocken. Was an Gleismaterial noch verwendbar war, wurde abgebaut. Wohl für immer, dachten die meisten. Dann kam die Wende. Und schon 1991 gab es die ersten Probefahrten. Und dann die offizielle Eröffnungsfahrt. Es war ein Gefühl, ja. Wo ich auf dem Brocken eingefahren bin, ja, da spielten sie das Deutschlandlied, ja, die Nationalhymne. Ja. Die standen oben an der Gaststätte, auf der Mauer. Es war schon bewegend, ja, muss ich sagen. Ja. Und Menschen über Menschen, ja. Ja, es war schon toll, ja. Dass auf einmal war alles wieder, wie es mal war. Seit genau 15 Jahren fährt die Brockenbahn nun wieder nach einem festen Fahrplan. Sie ist eine der absoluten Attraktionen im Harz. Im letzten Jahr mit einem neuen Rekord. Rund 700.000 Besucher sind mit der Brockenbahn gefahren.